So, hallo Leute, dies ist eine Paluten-Varo-Jump-and-Run-Map. Ich möchte mal ganz kurz sagen, sorry Leute, das Smurf ein bisschen laggt. Wir haben ein paar Probleme mit dem Teamspeak-Server. Das Technik-Team arbeitet gerade daran. Werner! Der Server! Er laggt! Lass mal die Hamster arbeiten! Die müssen mehr rotieren! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jump World. Heute zusammen mit der guten alten Sturmwaffel. Hi! Hallo! So, wir spielen Paluten Map Quiz plus Freedom Stizzle. Hallo und willkommen zu meinem Jump'n'Run für Palle. Fangen wir mit dem Quiz-Part an. Okay, bist du bereit? Ich bin ein Quiz. Würde mich freuen, weil er lange gedauert hat. Warte mal, das ist da oben. Okay, das ist auf jeden Fall Manu, das Bidizzle, Alter, mit dem Sword. Siehst du da oben irgendwas, Smurf? Ich probiere jetzt mal zu gucken. Okay. Okay, also da ist ein Glüpp und da ist ein Blüppen. Okay, dann gehe ich schon mal weiter. Hey, das war ein fieser Trick. Ja, ich gewinne das Ding jetzt hier. Bin da. Zack. Das ist Icke. Und das ist, glaube ich, Mathe? Buffy? Deutsch? So, Puffy? Themen. Palleskanal, Erdkunde, Chemie. Och, nö. Mathe, Deutsch, als ob. Es gibt auf der ganzen Map 3 Secrets. Wenn du hier bist, kannst du das erste schon haben. Für Manu, lecker Kott. Was? Okay. Ich glaube, ich habe hier was verpasst. Scheinbar. So, warte mal. Ah, Puffy, hatte ich doch richtig gesagt. Wunderbar. Okay, perfekt. Okay, wer schrieb das Gedicht Der Erlkönig? Junge, das musste ich in der Schule. Gott, sogar, nee. Ja, definitiv Johann Wolfgang von Goethe. Ich bin Fontane. Sicher? Auf 3. Okay. Ich sag Checkpoint, nichts. Ich habe den Checkpoint erreicht. Wunderbarski. Aber ich bin schon wieder bin zurück gefallen. Hier. Okay, zack, weil das war doch das mit, wer reitet so geschwind durch die Nacht oder den Wind, ja, Alter, der ist der Erlkönig, Alter, auf seinem Pferd. So, Smurf leckt gerade ein bisschen, wir haben so ein paar Probleme mit dem Teamspeak, das sagt mir gerade das News-Team, ja, okay. So, was gibt 12 plus 384 mal 8? Willst du mich warte. Da steht nichts. Davon, dass wir keinen Taschenrechner benutzen dürfen. So, warte, ist ja kein Problem, Alter. Da steht hier, so, warte mal. Okay, das hätte ich auch noch hinbekommen. 12 plus 384. Zack. 10. Oh, warte mal, Punkt vor Strichrechnung, ich folge dir. Ja, genau. Oh, 384 mal 8. Ja, genau. Zack, 3000 plus 12. Ja, 3084. Ja, sag ich doch, habe ich auch im Kopf gehabt. Zack. Direkt drauf da. Oh, wo ist die Platte? Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, seitdem ich weiß gar nicht, in welcher Klasse man angefangen hat, mit dem Taschenrechner zu rechnen. Und seitdem kann ich auch überhaupt nicht mehr Kopf rechnen. Das funktioniert nicht. Wer liebt die legendären Raumfahrten nicht? PS, ich weiß, dass die Rakete nicht der in Freedom entspricht. Ja, ist close enough, Alter. Aber close ist süß, enough. Ist eine süße Rakete, mag ich. Auch mit dem Feuer, was nach oben kommt. Den ist Zombie! Ja, hi! So, warte mal, hier runter. Ich habe schon so ein bisschen Angst vor dem Mist, da bleibt man so ein bisschen kleben. Okay, da bin ich auch nochmal kurz gestolpert. Hier kann ich ja direkt drüber. Sag ich knackig. Oh, Chemie-Quiz. Ich habe Chemie. Ey, habe ich Chemie oder? Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn du da drauf kommst jetzt hier. Okay, warte mal. Okay. Welcher Stoff kommt heraus, wenn man Kupfer erhitzt? Ich sage Kupferoxid, ja, weil es ist oxidiert. Ja. Oh. Perfekt, wir sind richtig. Ich glaube schon. Warte mal. Alter, Chemie-Geniuses. Aber sowas von. So, zeig ich knackig. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach, da, okay. Nein, und dann stolper ich natürlich wieder hinterletzte Volldepp. Blüpp. Oh Gott, das war aber sowas von knapp. Knapp ist alright. Wann spricht man von einem humiden Monat? Wenn er auf jeden Fall, genau, wenn er feucht ist. Weil echt? Humid ist Luftfeuchtigkeit. Da weiß ich. Humid, ja, humid, ne? Vom Englischen, ja, genau. Wahrscheinlich. Das ist ja noch wieder intelligent. Die sind richtig intelligent. In Mathe sind wir sagen. Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Oh, ich will aber. Entschuldigung. Darf ich kurz? Oh, jetzt, okay. Ja. Da geht's wieder, da könnte man sich die Zombie nochmal angucken. Aber wir wissen ja, wie der kleine Fratz aussieht. Warte, ich guck. Zombie. Warte mal, da kann ich jetzt endlich mal wieder bei meiner Steuerung. Das ist doch direkt hier unten. Zoom, ja. Nicht auf C, sondern auf Left Control. Hi! Hey! Guten Tag! Hey!
Okay, wann kam die 100. Folge Minecraft Freedom? 22.3. oder 24.3.? Ich sag 24.3. Ich weiß, ich bin großer Freedom-Fan, 22.3. Zack, oh, tot. Du bist also kein Freedom-Fan? Oh, mein Klon war ein großer Freedom-Fan. Stimmt, der alte Smurf-Klon. Oh, was ist bei der Inhaltsangabe verboten? Zitate oder Personalpronomen? Oh Gott, ey. Was ist? Was sind denn Personalpronomen, Smurf? Als ich in der Schule war. Wie, Zitate sind doch erlaubt bei einer Inhaltsangabe? Nee, Inhaltsangabe ist doch Personalpronomen. Personalpronomen ist irgendwas mit... Nee, Zitat, ich sag, nee, ja. Jawohl, wunderbar. Okay. Huch, wo sind wir jetzt hier, Alter? In der Challenge. Oh, das nervt ein bisschen, dass ich immer wieder zurückgefordert werde hier. Dann häng ich da, warte mal. Zack. Hutini. Oh. kleine Bananenschale. Oh Gott, ich bin auch kurzzeitig gestolpert, aber ich komme jetzt ein bisschen... Oh Gott. Okay. Guten Tag, Sir. Sie befinden sich in dem Dorf Lupina. Bitte helfen Sie uns. Wir stehen unter der Gewalt von König Unterhose. Bitte, ich hätte jetzt gedacht, König Nebelnige, ey. Was ist denn da los? Warte, dann mache ich hier einen kräftigen Jump. Benjamin der Schweinehelder. Hallo, bist du hier, um König Unterhose aufzuhalten? Er ist auf dem Friedhof. Hendrik zeigt dir den Weg. Dankeschön. Wo ist Hendrik? Ich weiß es nicht. Dieses Dorf scheint schweinefreundlich zu sein. Das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr nett. Warte mal, kann ich mir hier die... Oh, nee. Oh, hier ist ein Portal. Hier ist ein Portal. Stimmt, es soll dir auch so Secrets geben und so. Ist wieso siehst du? Oh Gott. Hier wird man direkt weggeportet. Aber wo siehst du denn hier ein Portal? Hier. What? Hä? Wieso? Bei mir sind Partikel scheinbar. Ein Secret. Oh, nice. Oh, cool. Wunderbar. Ah, jetzt haben wir so einen Stern. Ja, genau. Damit können wir uns zwar nichts kaufen. Aber wir haben Sterns. Wir haben einen nice Stern. Der ist auf jeden Fall nice. So. Hendrik sagt: Oh, hallo, kletter einfach die Leiter hoch. Was ist hier noch ein Secret? Noch eins? Nur Lava. Also, in die Lava. Erstmal ein bisschen verbrennen. So, oh, da hinten? Achso, da waren wir gerade. Okay. Warte mal, aber den kriege ich ja auch noch hier. Zack, den zweiten. Okay. Und den? Hä, aber wie? Ach, da vorne, auf der rechten Seite. Ah. Hier. Ich war kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Ja. So, zack, zack. Checkpoint. Ach, die 1 HP-Kuh. Hier liegt das Pferd mit der Atombombe. Xaroth. Was? Ja, mal ein Blick in die Zukunft hoffentlich. Okay, Bombardin, du warst der Beste. Und guck mal, das Schild hier. Sturmwaffe, schade, dass du tot bist. Das ist ja... Oh! Keine Sorge, Smurf, wir haben ja deinen Kopf. Nicht meinen Kopf. Doch, wir haben deinen Kopf. Du wurdest geköpft. Hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Da ist ein Partikel wieder. Hier, guck, hinter dir. Nee, ich sehe die Partikel. Da, komm. Wo? Jetzt? Hier? Geradeaus? Ja? Bisschen nach rechts? Nee. Jetzt wieder zurück. Einfach nur zurücklaufen. Ah, wunderbar, super, du hast es geschafft. Hat es dir gefallen? Ich gebe dem Ganzen mal. Kreativität waren gut, Sprünge waren auch gut, Optik war auch gut, Bewertung abschließen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, lass gerne eine Bewertung da. Vielen Dank für das Spielen. Wenn du Palle oder GLP sein solltest, ihr seid echt cool. Besonders Freedom gefällt mir gut, weiter so. Ich schaue aber eigentlich so gut wie alles und bin seit kurz vor Varo 1 dabei. Junge, wie lange bist du denn schon am Stisi? Aber warte mal, apropos Varo, da könnten wir doch direkt jetzt gleich nochmal ein kleines Varo-Quiz machen. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So Leute, das Ganze ist zwar kein Varo-Quiz, aber das sieht ganz positiv aus hier. Mit Paluten Varo hat Weltklasse Bewertung, deshalb springen wir da jetzt einfach mal rein, während das Ganze lädt. Vielleicht ist ja auch ein kleines Quiz dabei, ich meine von Mathe. Da haben wir heute genug mit meinem geilen Casio-Taschenrechner. Guckt euch das an, warte mal. Wie ging das nochmal? So... Ah, jetzt habe ich nur Lese geschrieben. So, umdrehen. Was denn? 58008? So, hallo Leute, dies ist eine Paluten Varo Jump'n'Run Map. Ich möchte mal ganz kurz sagen, sorry Leute, das Smurf ein bisschen laggt. Wir haben ein paar Probleme mit dem Teamspeak-Server. Das Technik-Team arbeitet gerade daran. Wir haben kein Technik-Team. Also wir müssen das kurz einfach so aushalten. Nikolas? Ist es mein Bund? Der Server laggt. Werner! Der Server! Stell mal ein bisschen mehr. Lass mal die Hamster arbeiten. Die müssen mehr rotieren. So, ich weiß nicht, ob wir hier in meinen Mule rein müssen. Sieht so aus. Ach so, das ist so ein bisschen Drubber-mäßig. Oh, das ist mein Ding. Alter, ich bin tot. Hatte ein richtig fettes Mule. Was geht jetzt hier ab?
Ah, perfekt. Wann kann die erste Folge Minecraft Freedom raus? Ah. Moment mal, das ist aber kein Varo. Nach wie vor großer Fan, 7.5. Oh. Siebter, okay. Nee, das war am 12. Warum auch? Ich weiß ganz genau, wann das rausgekommen ist, in welchem Monat. Natürlich am 11. Also, ich wusste den Monat, aber jetzt nicht. Ach, ihr Leute, ist eh zu spitzig rauszureden. Wie viele Kills hatte Paluten im ersten Varo-Teil? 3 Kills oder ist man definitiv 5? Also, Sturmwürfel hatte natürlich 6. Also wo ist denn hier der Lüde, wie ich da reinkomme? Links daneben direkt. Also, genau. Ah, richtig. Nice one. Ja. Ja, 5. Wer ist der höchste Berg Deutschlands? Das ist die Zugspitze. Richtig. Das wissen wir auch. Wunderbar. Oh. Und der höchste in Norddeutschland ist der Bumsberg. Und in der Grundschule haben wir immer fürchterlich drüber gekichert, weil wir ihn Bumsberg genannt haben. Und dann haben alle so gesagt, hihihi, Bumsberg. Der Bumsberg. Hallo. Wer ist das denn? Ja, dann gehen wir weiter. Das ist nice, das ist so echt die Riege. Zuerst mit dir Varo 1, dann Varo 2 mit Dena und dann Varo 3 mit Rivi. Und ja, Varo 2 war beste. 2 Folgen, was geht. Stimmt, du bist ja richtig schnell gestorben. Warum nur Tobi Nation? Team Chaos WG. Ja, stimmt, Tobi Nation und Stegi haben dich da ordentlich weggerackt, ey. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine gute Bewertung da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, dankeschön, Alter. Ich fand's auch gut. Ach komm, auch gut. Bewertung abschließen. Und dann würde ich mal sagen, meine Damen und Herren, war's das mit einer ganz gepflegten Runde hier von dem laggenden TS. Aber wie gesagt, Werner kümmert sich drum. Der wird notfalls, keine Ahnung. Und der irgendwas anzünden. Schockgefroren wird er. Schockgefroren. Ich sag's euch, haben wir Schock-Cannon. Hab ich jetzt leider nicht hier. Doch, stimmt. Die Fernbedienung hier von diesem kleinen Klimagerät. Das könnte ich machen. So, Leute, bevor ich noch mehr Schluss laber, das war's mit der heutigen Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei der guten alten Sturmwaffe vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.